Leute, und herzlich willkommen zur, ich glaube, 14. Folge War Robots. Und ihr seht schon, es gibt wieder eine Neuerung, und zwar der Leo mit Redeemer und Magnum. Ja, die Redeemer gab es für 5 Euro gestern im Shop. Die habe ich mir dann gekauft. Und für 10 Euro gab es 3000 Gold. Und dann habe ich mir noch die Magnums dazu gekauft. Und ja. Wir werden auf jeden Fall jetzt testen, wie das Setup so läuft. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Und ja. Ich würde jetzt schon mal sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt fleißig Kommentare und ja. Ich werde demnächst auch Videos machen, also Anfängertipps und ja, wie man schnell Gold verdienen kann. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Oh nein, da ist ein Behemoth, glaube ich. Die hauen ganz schön rein. Ich musste schon mal gegen einen kämpfen, der hatte 4-mal Trebuchet und der hat mich dann fast gewonnen hättet. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Boah, der Hellburn oder wie die Attacke heißt, macht übelst viel Schaden. Ja, und das war's schon für uns. Ich würde sagen, wir testen jetzt den Leo und mal schauen, wie das so abgeht. Natürlich sind die Waffen noch nicht so hoch gelevelt, aber das wird ja mit der Zeit noch. Und komm, jawohl, einen Hit haben wir gekriegt. Sieht auf jeden Fall mit dem Schaden richtig gut aus, wie wir sehen. Machen wir den hier mit Leichtigkeit fertig, auf jeden Fall. War die Redeemer kein Fehlkauf? Und ja, kann ich euch auch empfehlen, wenn es halt so Angebote gibt für 5 Euro, kann man sich die meistens schon mal sneaken, weil meistens kriegt man für die 5 Euro halt schon eine OP-Waffe. Und ja, aber muss jeder selbst wissen. Natürlich soll das Spiel einen auch einfach nur Spaß machen und dann, ja, muss jeder wissen, ob man bereit dazu ist, Geld rein zu investieren oder ob man Free-to-Play sein will. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr Free-to-Play, aber ja, das Spiel macht auch, wenn man nicht, also das Spiel macht natürlich auch Spaß, wenn man Free-to-Play ist. Also es ändert sich nichts am Spaßfaktor und ja. Auf jeden Fall rasieren wir hier ganz schön durch, aber der Ao Yang oder wie der heißt, der hat uns jetzt schon ganz schön einen Truff gehauen mit seinen Orkanen. Und jetzt kommt natürlich noch die Natascha, die uns einen Rest geben will, und das hat sie auch geschafft. Und dadurch habe ich jetzt auch 20 Punkte in den Sand gesetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Denn wir haben ja noch die gute Fujin und den anderen guten Leo. Wow, was hat der denn für eine coole Waffe da oben? Please, lass mich durch. Oh, er hat auf jeden Fall Magnums. Ja, und wir kassieren natürlich direkt wieder einen Hit von den Trebuchets. Magnum. Oh, was ist das da drauf? Sieht, ist, glaube ich, so eine Atomizer. Also die schwere Atomizer. Ich weiß nicht, ob die Atomizer heißt oder ob das jetzt die mittelschwere war. Auf jeden Fall sowas wie die Quarker. Und ja, ist auf jeden Fall, scheint sie ganz gut zu sein. Und ja, auf jeden Fall sieht die Schlacht schon mal verloren aus, aber kann man nichts machen, man kann ja, wie gesagt, nicht immer gewinnen. Und ja, man muss halt wissen, wie einem das Spiel Spaß macht. Mir macht es auch Spaß, wenn ich verliere. Und
Ja. Komm. Ja, Mist, der hat uns eher noch gehittet mit dem Laser. Und der hat sich anscheinend die Termite gekauft. Ach so, und danke, dass ihr mich letztens unter dem Video beraten habt. Sonst hätte ich mir die Termite fast gekauft. Aber die Redeemer war auf jeden Fall der bessere Kauf. Und ja. Okay, jetzt haben wir verloren, aber halb so wild. Starten wir noch eine Schlacht, dass wir auch schön testen können. Und ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so für Tipps habt und so. Und Verbesserungsvorschläge, bin offen für alles. Und würdet ihr sagen, die Redeemer ist 5 Euro wert oder die Redeemer ist keine 5 Euro wert? Würde mich mal interessieren. Und ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Oha, ein Gast Gepard. Ja, an den Orkans muss ich auch noch richtig arbeiten. Also an der Piñata Orkan. Weil der Schaden ist noch nicht gut genug, wie ich finde. Also da kann man definitiv noch was arbeiten. So, sorry für Skill-Clown, aber so ist das Leben, vor allem in War-Robots, da fragt niemand danach. So, mal schauen, ob ich mich dann das Schild sneaken kann. Ja, Mist. Bestimmt, der ist abgelenkt. Da komme ich hier mal kurz von der Side of Life. Versuche ihn mit meiner Orkan-Pinata abzufinischen. Oh nee, da ist ein. Ja, der Zeus. Fury hat uns dann doch den Rest gegeben. Und ja. Fujins mag ich immer als Gegner, weil man die leicht mit Laserwaffen ja, killen kann. Aber an sich ist die Fujin ganz nice als Roboter, wie ich finde. Kann man sich auf jeden Fall gönnen und ist auf jeden Fall auch kein Fehlkauf, die Fujin. Auch wenn sie 5 Millionen Silber kostet, was schon eigentlich eine ordentliche Menge ist. Und ja. Damals hat ja noch Werkstattpunkte gekostet, da hat man viel länger dran gespart. Ihr könnt euch das vorstellen, so wie wenn ihr jetzt Waffenteile herstellt, so hat man damals die Fujin auch bekommen. Ich glaube, man konnte 60 Teile oder so herstellen und das halt auch sechsmal und brauchte halt für die Fujin 13.000 und das gleiche war so genauso für die Raijin, den Carnage und den Rhino. Und genauso war es auch für die Trebuchet, die Trident, die Magnum, die Terran und die Hydra. Ich glaube, das waren alle Waffen. Auf jeden Fall brauchte man für die dann immer solche Punkte, solche Werkstattpunkte. Also als kleine Randinformation. Und ja, auf jeden Fall kommt dann am Wochenende das Video, wie man leicht Gold verdient. Also hoffentlich schaffe ich es, das zu machen. Und ich hoffe, ich kann euch dann da auch mithelfen und ja. Oh nein, das ist der Zeus Fury.
Und wenn ihr wollt, können wir auch mal zusammen War Robots spielen. Müsst halt in meinen Clan kommen oder einen vorschlagen, wo ihr seid, denn ich bin in einem russischen Clan momentan drin und kann leider nichts verstehen. Also ich wurde da eingeladen, ich bin nicht freiwillig reingetreten. Aber ich dachte mir so, ehe ich gar keinen Clan habe, gehe ich da rein. Und ja. Ah, siehe da, eine kleine Fujin, wie ich es auch gerade bin, die für mich Terran-Futter ist. Oder halt für den Titan. Aber dann ging der Kill dann doch an mich. Da muss man schon aufpassen. An den Titans kann man auch Schaden gut machen. Aber ja, du musst halt aufpassen, dass du nicht entdeckt wirst. Oder halt gut in Deckung spielen oder so, wie auch immer. Ja, ich muss mein Schild aktivieren, weil ich komme mir nicht mehr weg. Krieg ich noch einen Hit? Jawohl, einen Hit habe ich noch gekriegt. So, letzte Roboter schon wieder angekommen. Mit dem Leo, der ganz schön reinhaut. Ich werde dann den anderen Leo auch auf 10 machen und alle Magnums auf 9. Und die Redeemer auch weitestgehend hoch und dann wird er genauso abgehen. Und ja. Ah, eine Fujin, das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Leider kann ich sie nicht erreichen. Ich lasse die mal dem Ares. Und mach lieber dem Ao Ming hier Dots rein, dass der schön Schaden nimmt. Okay, der hat auch noch ordentlich Leben hier. Aber wir sind zu zweit. Ich kann ihnen eine kleine Unterstützung geben. Wenn er mich nicht blockieren würde. So, perfekt. Ah, da kommt der nächste. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingswaffe ist. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt Hashtag Leo in die Kommentare. Wo, 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 wo. Jetzt haben wir richtig Schaden genommen und Stove hat uns gekillt. Ach, da standen Titans, habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh. Okay. Und hier haben wir einen Falcon mit Avenger Zenith, der sich gerade killen lässt. Warum auch immer. Sonst haben wir noch einen Griffin mit Hydra Magnum Gecko Mollot. Eine bunte Mischung aus Waffen und einen richtig nice lackierten Au irgendwas, weiß nicht wie der heißt, mit dieser speziellen Avenger aus dem Battle Pass und einer Calamity. Und ja, leider wieder zwei Niederlagen, aber man kann nichts dagegen tun und man kann ja auch nicht immer gewinnen, wie gesagt. So, an dieser Stelle war es dann das auch wieder mit dieser Folge. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Leo findet. Ob ihr sagt, ja, Redeemer, guter Kauf oder eher Fehlkauf. Oder ob ihr sagt, so, wer will, kann es tun. Wer nicht, muss nicht. Ich habe ja auch gesagt, solange man Spaß am Spiel hat, ist ja egal. Und ja. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da, schreibt fleißig Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag und ciao.